Ja, Endspurt. Wir sind mit dem Grün heute effektiver als die Grünen mit sich selber. Da bin ich von überzeugt und auch zufriedener mit dem, was wir hier produzieren und produziert haben. Und wir haben hier Arbeit reingesteckt. Wir haben alles im Optimum probiert zu halten. Und das zahlt sich am Ende dann immer aus. Also, die letzten Ballen liegen hier auf den drei Feldern. Da hinten liegt eine ganze Menge. Also es ist unfassbar, was da drauf ist. Und ja. Wir sind in den letzten Zügen, die dann mit jetzt oder ab jetzt vielleicht noch 3 Stunden dauern und dann sind wir durch. Ach, es ist krass. Ich habe ja jetzt ein bisschen Luft immer mir ein bisschen anzuschauen im Internet und gerade bei Frau Esken mal reingeschaut bei der Tagesschau. Krass, was die Dame da von sich gibt. Aber das ist ja alles nicht so schlimm. Die haben ja alle Kohle genug jetzt und werden auch Kohle genug noch im Nachhinein verdienen, egal was passiert. Von daher alles richtig gemacht, aus persönlichen Gründen, aber nicht unbedingt aus Gründen für uns, für die Gesellschaft und für die Menschen, die eben durch die Politik betreut werden sollen oder die eben Maßgaben und ja, einfach erhofft hatten, dass die Politik für uns arbeitet und nicht gegen uns. Ja, ich finde das erfreulich, was den Grünen und der SPD passiert ist. Bei der SPD hätte es noch ein bisschen mehr sein können, bei den Grünen finde ich schon krass, 8,5% weniger. Aber das ist eine deutliche Sprache und wer da nicht deutliche Worte findet zu seinen Verlusten und alles wieder relativiert, ja, ist schon lustig. Ja, ich wollte euch nur auf den Stand der Dinge halten und ich gucke jetzt ein bisschen weiter hier im Internet. Ich finde es hochinteressant und das ist mal eine Wahl, die mich erfreut dahingehend, dass die Grünen und die SPD so viel verloren haben, ja, und dass die AfD so viel gewonnen hat, das ist deren Verdienst von den Grünen und von der SPD. Das war abzusehen und irgendwelche Demos zu veranstalten und so weiter, das reicht nicht. Und wenn man sieht, wie viele Leute nur auf den Demos waren, dann ist das ein kleiner Prozentsatz gewesen von den Wählern. Und wer sich dann damit wohlfühlt und denkt, das würde ausreichen, der kann auch sozusagen im Kindergarten Veranstaltungen machen. Das ist Pipi-Kram, alles Pipi-Kram. Entweder macht man eine ordentliche Politik oder man lässt es besser und geht eben nicht in die Politik. Wenn man es nicht kann, soll man es lassen. So ist das. Aber wem erzähle ich das? Naja, so, alles gut heute. Guter Tag. Macht's gut, bis später. Tschüss. Ah, Hövler Hof. Grüße aus Hövler Hof. Wer ist das denn? Lothar. Wo bist du denn? Lothar Ostermeier. Hövler Hof haben wir nämlich eben beliefert. Neu-Hövler Hof. Also Lothar, wenn du in der Nähe bist, sag mal Bescheid. Tschüss.